Hi Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing-Video. Diesmal habe ich hier wieder einen 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator, diesmal von der Firma SJ-Cam. Da habe ich ja die Action-Cam SJ7 Star und ja, weil eben jetzt das SJ-Gimbal 2 herausgekommen ist, also nicht zu verwechseln, das ist schon die 2er-Version, die ist aktuell vor einigen Wochen herausgekommen und war jetzt auch in Aktion, habe ich mir die bestellt, eben für die SJ7 Star, damit ich da auch in 4K gute Aufnahmen eben machen kann. Denn ja, wenn ich bisher mit der SJ7 Star aufgenommen habe, dann meist in Full HD. Und da kann man dann den eingebauten Bildstabilisator dazu schalten und dann waren die Aufnahmen recht gut, nicht verwackelt. Aber warum hat man eine 4K Action Cam, wenn man es nicht in 4K benutzt? Deshalb möchte ich es in 4K benutzen. Daher brauche ich einen externen Stabilisator, denn in 4K gibt es keinen Stabi bei dieser Version, also bei der SJ7 Star. Und ja, deshalb der Kauf. Und ja, in diesem Video zeige ich euch nur einmal, was da alles in der Verpackung drin ist. In einem der nächsten Videos gibt es dann Testaufnahmen in Verbindung mit der SJ7 Star Action Cam in 4K. Da kann man dann sehen, wie die Motoren arbeiten, ob die ruckeln oder ob es da irgendwelche Aussetzer gibt und so weiter. Also das wird man dann in einem der kommenden Videos sehen. Dann werden wir diesen 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator mit dem 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator der Mijia 4K Mini Action Cam vergleichen. Da habe ich ja für die Mijia Action Cam ebenfalls eine, aber dort ist der Nachteil, dass ich diesen 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator nur mit der Mijia Action Cam nutzen kann. Diesen Stabilisator kann ich nicht nur mit SJ-Cam Action Cams verwenden, sondern könnte theoretisch auch die Mijia Action Cam hier einspannen und verwenden, aber das werden wir dann in einem anderen Video sehen. Jetzt gibt es einmal einen Blick in die Verpackung bzw. welchen Inhalt diese Verpackung bietet. So, dazu müssen wir natürlich das Ganze einmal aufmachen. Und dann kommt so ein hart Styropor Case zum Vorschein. Hier hat man noch ein Kratzfeld, wo es dann eine Nummer gibt. Da kann man dann überprüfen, ob das Ganze auch wirklich original SJ-Cam Produkt ist. Einfach abkratzen, auf der Seite von SJ-Cam dann eingeben und so kann man dann das Ganze überprüfen. So, und jetzt schauen wir mal hinein. Also oben, da haben wir gleich einmal die Bedienungsanleitung. Die ist in zwei Sprachen, so wie man das von SJ-Cam kennt, stimmt, in Englisch und Chinesisch. So, dann kommt der 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator zum Vorschein und einiges an Kabeln. Und das schauen wir uns jetzt einmal an. Also, hier haben wir ein Ladekabel für den eingebauten Akku des 3-Achsen-Gimbal-Stabilisators. Das ist USB auf USB Typ C. Also, da geht auch SJ-Cam endlich den Weg und hat hier die neueste Technologie verbaut. Denn zum Beispiel hier im SJ7 Star ist ja noch ein Mini-USB. Also kein Micro-USB, sondern Mini-USB-Anschluss.
Und das ist ja wirklich der absolute Wahnsinn. Wer verwendet heutzutage schon Mini-USB noch? Und da haben wir eben für diesen Fall zwei verschiedene Kabel. Denn mit diesem Kabel kann man die Action Cam direkt mit dem 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator verbinden. Und da ist so ein kleiner weißes Teil bei beiden. Die kommt in den 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator und dann haben wir hier auf der anderen Seite einmal Mini-USB und einmal USB Typ C. Also zum Beispiel, wenn man jetzt die SJ8 Pro oder die SJ8 Action Cams von SJ Cam hat, also die neuen Versionen, die haben nicht mehr Mini-USB, sondern schon USB Typ C. Deshalb dieses Teil und alle anderen Action Cams von SJ Cam haben Mini-USB. So, aber lange Rede, kurzer Sinn. Schauen wir uns jetzt einmal den 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator an. Das Teil kostet jetzt auf der Webseite 99,90 US-Dollar. Das sind ja so um die 80 Euro herum, würde ich mal sagen. So, natürlich passt es für viele der SJ Action Cams und das sind zum Beispiel die SJ8 Pro, SJ8 Plus, SJ8R, also alle drei Action Cams der neuesten Generation von SJ Cam, dann SJ7 Star, das ist die, was ich habe, dann die SJ6 Legend, dann SJ 5000X und dann natürlich auch andere Hersteller, die ungefähr dasselbe Gewicht und selbe Maße haben. Das können sein GoPro Hero 6, 5er, 4er, 3er, dann Sony RX0, dann die YeeCams und andere Action-Cams mit ja, ungefähr gleicher Größe und Gewicht. Ja, kann man hier einspannen, eben weil es hier individuell verstellbar ist. So, ich werde das Teil jetzt hier einmal hineintun. So, das Tolle bei diesem 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator im Vergleich zum Mijia 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator ist, dass hier bei der Action Cam, also bei dieser Action Cam, Mikrofon auf der gegenüberliegenden Seite vom Motor ist. So hat man die ganzen Motorgeräusche nicht direkt beim Mikrofon, sondern etwas weiter weg und so hört man nämlich nicht so ein starkes Brummen, wie das ja, bei so 3-Achsen-Gimbal-Stabilisatoren der Fall ist. Bei der Mijia Action Cam in Verbindung mit dem 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator von Mijia war es ja ganz arg, naja, ganz arg nicht, aber man hat ein Brummen gehört und das war eben der Motor, weil dort die Kamera nicht über Kabel mit dem 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator verbunden wird, sondern eben direkt über einen Micro-USB-Anschluss. Das schiebt man einfach hinein und dann ist es verbunden. Ist natürlich bequemer, ist besser, aber ja, dafür hört man dann ziemlich stark den Motor. So, schauen wir uns einmal das Teil an. Also von der Verarbeitung her wirkt es ziemlich billig, muss ich sagen. Also es ist Plastik, die Übergänge sind, ja, naja, hätte man genauer arbeiten können. Vom Aussehen her, von etwas weiter entfernt, sieht es ja gut aus. Aber wenn man es in der Hand hält, es ist doch Plastik, also einfach nur ein Plastikteil und sonst nichts Besonderes. So,
Hier auf der Seite haben wir den USB Typ C Anschluss. Hier haben wir ein Gewinde, damit man das Ganze auf einem Stativ befestigen kann. Hat man hier unten auch. Es ist ein 2600 mAh Akku verbaut und dieser hält 6 Stunden. Hier auf der anderen Seite haben wir Batterie-Ladestandsanzeige. Ist jetzt voll, habe ich heute aufgeladen. Und dann hat man hier einen Joystick. Hier hat man Status-LEDs für Mode und für Bluetooth. Dann kann man hier zwischen die Modi schalten. Also hier hat man 4 verschiedene Modi, was man wechseln kann. Hier ist der Ein-Ausschalter, Fototaste und Videotaste. Für Fotoaufnahmen muss man einmal drücken und für Videoaufnahmen zweimal drücken. Und genau so beendet man auch die Videoaufnahme. Man muss zweimal drauf drücken. Auf der Rückseite haben wir eine Funktionstaste. Wenn ich einmal drücke, dann bleibt die Kamera bzw. der 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator so stehen, wie es gerade steht. Wenn ich zweimal drücke, dann richtet es sich wieder gerade aus. Wenn ich dreimal drücke, dann dreht sich der Gimbal-Stabilisator zu mir um, also in den Selfie-Modus. Und wir schauen uns das Ganze jetzt einmal an. So, jetzt wird die Kamera nicht über den 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator gesteuert, eben weil es nicht verbunden ist per Kabel. Aber wenn ich das Ganze über Kabel verbinde und hier aufdrehe, dann schaltet sich automatisch auch die Action Cam ein. Und ja, jetzt zeige ich einmal, wenn ich dreimal drücke, dann ist jetzt der Selfie-Modus und wenn ich jetzt zweimal drücke, dann dreht es sich wieder um. So, jetzt ist wieder der Selfie-Modus. Und jetzt wieder Normalmodus. Mit dem Joystick kann man dann noch die Kamera so ausrichten, wie man es gerade haben möchte. Also bei diesem ist wirklich der große Vorteil, ich schalte mal aus, der große Vorteil, dass man wirklich verschiedene Action-Cams damit nutzen kann. Beim 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator von Mijia kann man es nur in Verbindung mit der Mijia 4K Mini-Action-Cam nutzen. Und ja, das ist halt der Nachteil. Wenn man eigentlich nichts anderes haben möchte als wie die Mijia Action Cam, dann ist natürlich das auch vollkommen ausreichend. Aber hier kann man dann doch auch andere Action Cams nutzen und das ist halt eben der Vorteil dabei. Wenn man später einmal zum Beispiel eine E-Action Cam kauft oder eine GoPro, kann man dann diesen 3-Achsen-Gimbal-Stabilisator doch weiterhin nutzen. So, dann hat man hier noch so eine Handschlaufe, damit das nicht, wenn es einmal aus der Hand fällt, nicht auf den Boden hinunterfällt, sondern einfach auf dem Handgelenk baumelt. Ja. Wie gesagt, in einem der nächsten Videos gibt es dann die ersten Testaufnahmen. Dann in einem der nächsten Videos gibt es einen direkten Vergleich zwischen diesem 3-Achsen Gimbal-Stabilisator und der Mijia 3-Achsen Gimbal-Stabilisator. Und ja, dann werden wir auch sehen, wo die Verarbeitung zu wünschen übrig lässt, wo es besser ist und ja, die Vorteile bei diesen
und die Vorteile bei anderen Dreiachsen-Gimbal-Stabilisator. Für heute war es das. Ja, einmal Unboxing des SJ Gimbal 2 Stabilisators und ja, freut euch schon auf die Testaufnahme. Ich habe schon eine kurze Testaufnahme gemacht, aber nichts Ausführliches. Da muss ich selber noch einige Aufnahmen machen, damit ich das beurteilen kann, wie dieser Dreiachsen-Gimbal-Stabilisator arbeitet. Für heute war es das, von diesem Video war es das und ja, ich wünsche euch noch viel Spaß auf meinem Kanal. Über einen Daumen hoch, über ein Abo würde ich mich natürlich sehr freuen und wir sehen uns im nächsten Unboxing-Video.